Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir holen uns jetzt hier mal ein bisschen Gold. Und da könnten wir noch ein paar Seitentriebwerke reinsetzen, fällt mir gerade so auf. Ja. Okay, nächster Schritt. Triebwerke. Haben wir die schon freigeschaltet? Triebwerke. Nein, haben wir noch nicht. Wir müssen ein Fahrwerk bauen. Ja. Und da sind dann die Ionenthruster drin. Okay. Also, ein Triebwerk bitte. So. Na komm schon, jetzt. Damit gehen wir jetzt hier ran. So. Hoch sind uns die Stahlplatten ausgegangen. Tja, dann werden wir wohl mal noch ein paar machen müssen. Produktion. Okay, wieso keine Eisenbarren? Kommt die Dings hier nicht nach? Die Refinery nicht nach? Gucken mal. Ach, er macht hier gerade das Gold. So. Okay. Warum auch immer er das Gold jetzt vorgezogen hat. So. Okay. Okay, das könnte schon reichen. Wir gucken auf den Fortschritt. Triebwerke. Jawohl, hat schon gereicht. Das heißt, jetzt müssen wir ein Cockpit bauen. Genau, einen Leitstand könnten wir bauen. Oder einen Flugsitz. Okay. So. Dann nehmen wir hier die 8. Interne Panzerung. Okay. Dafür brauchen wir nochmal ordentlich Computer. Okay. Produktion nochmal 100 Computer. Ja, 80. Okay, dann ziehen wir die jetzt mal hier vor. Okay. Ja, Silizium wird bald echt knapp. Okay. Ja. Okay. Klatsch mal rein, was wir haben. Oh, 2 Computer. So, jetzt dann. Was? Fehlen echt noch 2? Tatsache, genau 2 haben noch gefehlt. Na gut. Ziehen wir die nochmal kurz vor. Und dann können wir das hier tatsächlich so machen. Jawohl. Okay, der ist natürlich an nichts angeschlossen. Das heißt, wir nehmen ihn wieder weg. Und kippen alles, was wir gerade gemacht haben, wieder hier rein. Okay. Dann Getriebwerk. So. Das raus. Großer Frachtcontainer, die Bohrer können auch erstmal weg.
wir könnten hier mal große Ionentriebwerke nehmen. Okay, also du sitzt da so drin. Ja. Ich glaube, ich verstehe. So. Genau. Du sitzt eigentlich... Sitzt du so weit oben? Das müssen wir jetzt gleich nochmal gucken. Ja, er sitzt so weit oben. So. Triebwerkskomponenten. Ja, das wird erstmal nichts. Warte mal, was braucht man denn für Triebwerkskomponenten? Wir schauen. So. Die Triebwerkskomponenten. Reaktorkomponenten. Schwerkraftgenerator, Sensor. Da, Triebwerks. Das braucht Platin. Tja, da brauchen wir Platin für. Okay, dann muss das wohl jetzt erstmal so gehen. Und wir gehen hier auf die 1. 4. Shift P. So. Ach, dafür brauchen wir leichte Panzerung erstmal wieder. Ja, weil das könnten wir tatsächlich... Ja, okay, das machen wir schnell noch. Stahlplatten. So. Schupp. Sollte reichen. So. Genau, das sind 1, 2, 3, genau. Ah, ich verstehe. Okay. 2, 3. 2, 3. Das hier hin, das hier hin. Und dann bitte wieder das hier. So. So. Das heißt, da müssen wir uns auch noch ein bisschen was um die Kapselung einfallen lassen. So. Okay. Ah, da ist so ein Mini-Licht. Da ist auch so ein Mini-Licht. Weil guckt, hier unten ist tatsächlich frei. Ist leer. Das heißt, hier könnten wir tatsächlich designerisch noch ein bisschen was tun. Das so ein bisschen mehr einbauen. Und hier unten rum quasi abschließen. Das wäre auf jeden Fall ein Ding, glaube ich. Okay. Okay. Und, ja, dann... werden wir jetzt uns hier mal schnell Energie holen. So. Dann setzen wir uns hier rein. Und dann bewegen wir uns mal langsam in diese Richtung hier. Langsam drehen. Okay. Uiuiuiui. Okay, das steuert sich wie so ein armer Walfisch. Gut. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, wir müssen nach unten. So.
So. Und? Okay. Dann gehen wir hier rüber. Und uiuiui, okay. Richtung. Da wollen wir hin. So. Okay. Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, wir machen F. Wir gehen hier rüber, gucken kurz auf die Bohrer. Inventar. Bohrer. Genau. Jawohl, da kommt gut was rein. Jawohl. Okay, aber wieso wird's nicht abtransportiert? Okay. Okay. Jetzt. Okay. Wir werden mal schnell hier rangehen. So, okay. Das sieht eigentlich. Okay, was ist hier gerade? Ah. Okay, da hat's plupp gemacht. Okay, so sieht das doch gut aus. Okay. Warum auch immer das Teil hier in der Mitte was abgekriegt hat. Vielleicht kann mir das ja jemand von euch in den Kommentaren erklären. Packen das hier direkt mal rein. Und so, das ist da alles schon reingezogen. Wie sieht es denn gerade mit Ritt aus? Jawohl, das sieht auch gut aus. Wir gehen mal kurz hier drauf. So, da ist schon schön was drin. Schwupp, schwupp. Gestein hier. Nee. Da das Gestein. Und das hier. So. Platinbahn haben wir insgesamt 5. Okay. Das Uran. Wir ziehen mal das Uran nach vorne. Genau. Ah, jetzt wird's rausgezogen. Okay. Okay. Mhm. Judy. Dann können wir jetzt nochmal. Dann können wir jetzt nochmal hier so reingucken. Auf ein bisschen schief. Was sagt denn jetzt hier? Okay, ein Tag. 5 Stunden. 17 Stunden. 23 Stunden. Ein Tag. Okay, es scheint jetzt noch. Okay. Inventar. Reaktor. Okay, es scheint doch 4. 25,4.
Okay, also scheint erst der erste Reaktor voll zu laufen. Okay. Ich verstehe. Gut. Aber da läuft das Uran auf jeden Fall schon mal rein. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal ein Ding. Bedeutet... Wir gehen hier raus. Halt, ich wollte tatsächlich noch mal gucken, wie viel... wie viel Gold haben wir denn gerade hier? Hier Gold. 20,6. Okay, das sollte erstmal ein bisschen reichen. Gut. Was? Nein, 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 nein. Okay. Okay, das Uran ist da oben. So. Okay. So. Gucken. Falsche Richtung, das ist die richtige Richtung. So. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so kommen wir da nicht ran. Nee, so kriegen wir Gestein. Also mal abgesehen davon, dass wir Gestein auch gerade brauchen können, um alles, was wir nicht zu haben, rauszukriegen. Ja. So. Aber so kommen wir nicht an das Uranvorkommen. Ja, so kommen wir nicht an das Uranvorkommen. So, wir nehmen hier mal auf dem Weg noch mal kurz ein bisschen Eisen mit. Okay. So. Gucken mal, ob wir besser ans Uran rankommen. Okay, ich glaube, wir haben wieder Dinge verloren. Ja. Okay, ich glaube, ich werde Uran von Hand bohren. F und 1. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier wieder was reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Nö, sieht gut aus. Oh mein Gott, es sieht gut aus. Als wäre alles heil geblieben. Okay. Nehmen wir den Bohrer in die Hand. Uran, 20 Meter. Ja, da kommen wir nicht so easy ran. Tja, Leute. Dann jetzt nochmal manuelles Bohren. So, da ist es. Okay, da machen wir mal hier alles voll. Mhm. Ja, das wird ein bisschen der Lochdienst, ne? Der Lochdienst.
Aber so ist es halt. Irgendjemand muss das Uran ja nach Hause bringen, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. So. Creepy Space Engineers Musik. Mir den natürlich auch markieren. Ich könnte natürlich auch einen kleinen einen kleinen Bohrer bauen, denn eine Andockstation haben wir ja. Ja, das wäre fast ein Ding. Allerdings fehlen auch da Triebwerkskomponententeile, also Platin. Das müssen wir erst finden. Erst dann lohnt sich das Ganze. Ja. Und von dem Teil, mit dem ich unterwegs bin, will ich kein Triebwerk abschweißen. Immerhin hat es gerade noch Triebwerke in alle Richtungen. So, dich auch noch. Haben wir hier alles? Nee, nicht. Dich noch. Ah, da ist noch was. So. Okay. Okay, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Da ist noch was. So, und jetzt ist das Inventar voll. Okay. Da stehen wir. Das sieht schon ein bisschen so aus, als hätten wir hier geparkt, Leute. Okay. Wie viel haben wir denn? Halt. Da will ich ja gar nicht hin. Ich will hier hin. Okay. Gut. Gut. Oh mein Gott, wir haben ja gar nichts weiter an Eisen mitgekriegt. Okay. Dann ziehen wir mal schnell hier das Uran mit rein. Okay, ich glaube, das hat sich tatsächlich auch nochmal gelohnt. Gestein und... Ah, okay, ist eh voll. So, jetzt ist die große Frage. Kriegen wir Effizienzmodule? G. Modul, beziehungsweise Stromsparmodule. Das wäre doch ganz nice. Raffinerien, wenn sie angeschlossen sind. Ja, da brauchen wir Supraleiter für 20. Okay, das könnten wir tatsächlich schaffen. Okay, wir gucken mal, ob wir Supraleiter herstellen können. So, Gold. Oh, oh, es geht. Nein, das ist zu viel. Wir machen mal... 40 sind es, glaube ich. So. Das ist dann die 5. So. Das wäre dann 1, 2 und die 6. 1, 2. Okay. So. Gehen wir hier ran. Okay. Energiezellen müssen wir auch gleich nochmal in Auftrag geben. Okay. Okay. Und was fehlte hier noch? Nur noch die Energiezellen. Okay. Dann stellen wir hier mal die Energiezellen her, in der Hoffnung, dass das langt. 100 sind ein bisschen viel. Wir machen 40. So. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auf große Erkundungstour begeben. So. Dann gehen wir
knallst hier auf die andere Seite. Komme ich da noch ran? Oh Mist, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ja, Mist. Okay, dann... Der falsche Gerät. Das ist zu hoch. Ja. Genau, jetzt kommen wir da ran. Und dann müssten wir hier rankommen. Jawohl. Okay. Das hier noch. Okay. Dann alle Komponenten erfolgreich entnommen. Okay. Du bist in Ordnung. Und du hier. Und du hier. Nehmen wir hier raus. Jawohl. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Okay. Ja, super. Hat doch hingehauen. Hier, Shift P. Und dann kommt ihr mal bitte wieder hier rein. Oh. Und dann müssen wir wieder mal zur Med Bay und müssen uns hier ein bisschen aufladen, den Rüssel an das Schnüffelstück packen, quasi. Okay. Dann geht's hier raus. Und ein Screenshotchen. So. Okay. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Was, ach, das war das Loch. Oh. Ups. 4. Entschuldigung. Ich weiß, wenn wir beschleunigen, zieht's. So. Okay. Nach vorne bremsen ist in Ordnung. Ja, das heißt, jetzt müssen wir... Jetzt müssten wir uns eigentlich um eine Form kümmern. Problem ist, mit jedem bisschen Form wird das Schiff schwerer. Und mit jedem bisschen Gewicht fliegen wir schlechter. Dinge. Ich würde sagen... Okay, was haben wir hier nochmal? Ah, genau. Wir nehmen nochmal... Komm, wir nehmen nochmal einen Rucksack. Noch ein Näschen Uran mit. So. Okay. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mit den... Bohrern machen könnte. Ich könnte da doch so Pistons ransetzen. Also, beziehungsweise die Bohrer abbauen. Und dann Pistons machen. Und dann fahren wir den Pisten einfach langsam aus. Ja. So. Mhm. Wäre, glaube ich, ein Ding. Ich will nur das gute Uran hier einfach nicht vergammeln lassen. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Uran sammeln. Das mache ich ohne euch. Und dann sehen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Freunde des Nerdzeitalters. Tschüss.